Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 18. März und ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Das wird auch das letzte Video hier sein. Wir sind sehr im Stress, wie man sich vorstellen kann, mit unserer Baustelle. Wir haben hier auch Ausgangssperre. Das ist alles sehr schwierig und ja, aber trotzdem, es geht ja weiter und ich wollte ja mit den dicken Bohnen mal weitermachen und das zeige ich jetzt auch mal, denn die sind auch wirklich gut geworden. Ich hatte dann doch noch fleißige Helfer hier. Ich war ja mit dem Pinsel dran, weil ich niemanden gesehen habe hier, der sich der Bohnenblüten angenommen hätte. Aber späterhin kamen doch tatsächlich die Bienen und die sind jetzt die Fleißigen. Die erledigen das hier alles. Die Hummeln, die kommen da irgendwie nicht rein. Das sind so kleinere Blüten als die, die ich in Deutschland hatte. Das war eine andere Sorte. Die waren auch so schwarz-weiß und hier ist die anscheinend zu klein, die Blüte, denn die Hummel, die beißt sich rein von hinten. Die holt sich den Nektar, ohne zu bestäuben. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann zeige ich auch noch mal die Erbsen. Und ja, ich würde ja vielleicht noch mal einen Blick ins Gewächshaus werfen, was noch alles da steht. Denn ich habe schon ordentlich angezogen. Die Tomaten tragen schon Früchte, die Paprika fangen an zu blühen. Wir kommen kaum hinterher, da das alles anzupflanzen, weil wir auch eine Abschattung bauen und die Zeit drängt. Wir wollen so schnell wie möglich auch umziehen. Aber natürlich durch diese Ausgangssperre ist das jetzt alles etwas schwieriger geworden. Es gibt auch die Verordnung, dass nur einer auf der Baustelle sein darf, was praktisch nicht leistbar ist. Aber es ist halt immer schwierig oder ein ungutes Gefühl, wenn dann doch mehrere drauf sind. Und es darf nur eine Person im Auto fahren. Zwei Leute dürfen nicht zusammen im Auto fahren. Das heißt, wir müssen hier getrennt mit Fahrrad und Auto zur Baustelle fahren. Fahrradfahren, wie sich heute gezeigt hat, ist auch nicht mehr erlaubt. Ja, man darf nur einkaufen gehen, also Lebensmittelläden aufsuchen, in die Apotheke gehen oder zur Arbeit. Was anderes ist nicht mehr erlaubt hier. Es ist, na gut, da wird ja jetzt hier, das wird in Deutschland wahrscheinlich auch drohen. Alles ist geschlossen, die Strände sind leer, Wanderwege sind gesperrt, also Touristen werden weggeholt, weggebracht, wieder nach Deutschland oder wo sie auch immer herkommen. Und hier ist gähnende Leere. Gut, im Strand wird das ganz gut tun, wohl so überfüllt war das hier ja eigentlich nie. Und die kleinen Gastronomen und alle, die vom Tourismus leben, werden vermutlich kaputt gehen. So, das war das letzte Video dann hier auf diesem Grundstück. Das nächste wird dann auf unserer neuen So, Finca sein. jetzt sind sie dran, die dicken Bohnen. Jetzt will ich die ersten abmachen. Da ist wieder die Hummel dran im Moment. Die aber, die beißt die Blüten auf. Die einzigen, die wirklich hier gut dran sind, sind die Bienen. Aber die kleinen werde ich nicht mehr abernten können. Hier hat ja auch der Sturm viel Schäden hinterlassen. Das ist zwar alles schön hier. Das hier, ah, da ist er wieder. Ich habe leider kein Foto mehr. Ich muss mit dem Handy filmen. Mein Foto ist mir hier abhanden gekommen. Doch, geht rein. Oder beißt sie wieder auf? Ah, sie beißt auf. Sie beißt auf. Ja. Guck mal, du bist so schwer. Kommst doch da rein. So, hier hängen sie alle auf 7:30 teilweise, hier abgebrochen. So, und die großen hier, die mache ich jetzt mal ab. Die hier. Die sind dran hier jetzt. Das ist hier auch abgeknickt. Oh, ja. Ach, da unten. Ja, das ist hier mit dem Wind immer so eine Sache. Aber das ist hier jetzt auch egal. Wir werden hier nicht mehr lange bleiben. Eine Woche noch. Und die reif sind, kommen ab. Jetzt hier habe ich was, aber da sehe ich auch schon, da ist was dran.
Das mache ich jetzt mal auf. Sehen gut aus. In Deutschland habe ich immer noch dieses Wachshäutchen hier abgemacht. Das werde ich jetzt hier nicht mehr machen. Da fehlt mir auch die Zeit hierfür. Das schaffe ich hier nicht mehr. Ich ernte die jetzt alle mal und schau mal, bei den Erbsen waren ja teilweise Raupen drin, über die sich die Hühner gefreut haben, und ob hier auch sowas ist. Ich mache die jetzt mal ab. So, jetzt gucke ich die mir mal alle an. Die habe ich ja schon aufgemacht hier. Sehen gut aus. Ganz normal. Ganz normale Saubohnen. Also die Bienen haben, ich bin ja am Anfang mit dem Pinsel dran, weil einfach keiner dran ist. Und die Bienen haben das anfangs ja auch aufgebissen. Ich habe jetzt gar nicht alle abgemacht, weil ich die mir erstmal angucken wollte. Weil letztes Jahr habe ich ja in Deutschland das erste Mal Saubohnen angebaut. Und da habe ich die ein bisschen früh alle abgemacht. Das soll ja ein bisschen bitter sein, dieses Wachshäutchen. Und es gibt ja welche, die das abmachen, und ich habe es letztes Jahr auch abgeknippelt. Aber das ist mir hier zu viel Arbeit. Also ich mache das hier jetzt nicht ab und guck mal, ob sie mir dann auch so gut schmecken. Ich habe jetzt nur so viel abgemacht hier. Das sind sie jetzt hier. Kann aber noch mehr abmachen. Aber jetzt sind die Bienen, das sind hier die Bienen, die das jetzt, also da wäre ich mit dem Pinsel gar nicht so fleißig dran gekommen. Die ersten habe ich vielleicht tatsächlich mit dem Pinsel, weil am Anfang, die jetzt, das sind gar nicht so viele, die jetzt so richtig reif sind. Leider, weil wir ja nicht mehr so lange hier sind. Wir werden hier am 31.03. das endgültig verlassen. Und ja. Und es sind viel mehr jetzt nachgekommen, seitdem die Bienen das für sich entdeckt haben und es auch tatsächlich schaffen, anscheinend in die Blüten reinzukommen. Und die dicke Hummel, diese Hummelkönigin, die hier rummacht, allerdings sind die Blüten auch ein bisschen kleiner. In Deutschland hatte ich eine andere Sorte. Das waren auch schwarz-weiße Blüten, die deutlich größer waren. Die sind ziemlich klein hier. Ich glaube, deswegen kommt die Hummel vielleicht doch nicht hier rein. Das ist schon gut möglich. Ich glaube, das hier muss man abmachen hier. Ich mache das hier mal ab. Die hier drin sind, da mache ich das hier wenigstens mal ab. Ich glaube, das sehen gut aus. Ich hoffe, sie schmecken so, wie sie aussehen. Ich habe also als Kind, gab es bei uns öfters dicke Bohnen. Das habe ich gehasst wie die Pest. Das hat mir gar nicht geschmeckt. In Deutschland hatte ich auch Maden drin. Hier habe ich jetzt, ja, man könnte das Häutchen abmachen, aber das ist, da sitze ich in 10 Stunden noch hier. Das hat keinen Sinn. Ich werde das jetzt mitmachen, mit Häutchen machen. Weiß nicht, ob unsere Hühner das gerne fressen hier. Meistens ja am liebsten mit Fleischbeilage. So, ich werde jetzt hier mal so nach und nach rausholen, das jetzt alles zu zeigen. Ich hänge jetzt sowieso noch mal dran die Erbsen, und dann werde ich noch mal ganz kurz ins Gewächshaus gehen, wenn ich hier fertig bin, und zeigen, mit was es dann das nächste Mal auf unserem neuen Grundstück weitergeht. Was ich hier alles noch in dem riesigen Gewächshaus, ich nutze das jetzt noch, noch haben wir es. Weil ein Gewächshaus zur Anzucht macht hier durchaus Sinn. Denn da drin wird es sehr heiß. Und das ist für Paprika oder Auberginen schon ganz gut. So. Auch für die Tomaten eigentlich. Die sehen mir gut aus, und ich werde auch noch ein paar mehr abmachen. So, da sind jetzt auch noch ein paar kleine dabei, ein paar, die auch schon, also wenn die so gelblich sind, so hell, auch schon vielleicht ein bisschen, also unterschiedlichste Größen. Ich habe auch jetzt zum Schluss nicht mehr, am Anfang habe ich ihnen noch ein bisschen Dünger gegeben, weil das ja eh hier alles ausläuft. Ich wollte gar nicht mehr, dass sie weitermachen, aber jetzt haben sie doch noch so viel Junge gekriegt. Die Bienen sind schon deutlich effektiver gewesen.
Ich bin ja auch nicht so mit dem Pinsel dran. Ich hätte ja da ununterbrochen eigentlich hinterher sein müssen, aber als ich die Bienen gesehen habe, dasselbe ist ja bei den Erbsen. Ich habe da übrigens bei den Erbsen noch nie eine Biene gesehen und trotzdem hingen die voll. Das hänge ich ja auch nochmal dran. Das war jetzt von heute. Dann hänge ich jetzt nochmal so die Zwischenstationen dran, wo ich auch nochmal geguckt habe und auch nochmal nach den Erbsen. Und Erbsen haben wir jetzt schon zweimal gegessen. Und es gibt jetzt auch nochmal eine Mahlzeit. Da mache ich dann auch die kleinen ab, dann solche, die mache ich dann auch ab. Da mache ich sie alle ab, weil die dann sowieso wegkommen. Nächste Woche nochmal einmal und dann ist sowieso Schluss. Und dann geht es von vorne los. Heute am 20. Februar. Die Bienen hier sind echt stark. Die schaffen das da rein und die beißen auch nicht mehr auf. Die Hummel beißt auf. Die ist immer eine Hummel und die beißt auf, obwohl die viel besser hier rein könnte in die Blüten. Vielleicht haben die hier auch einen etwas längeren Rüssel als in Deutschland. Und das Ergebnis ist, weiß ich nicht, wie viel meine Pinselei dazu beigetragen hat, zumindest hier unten. Oben habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gepinselt, weil es meines Erachtens nicht mehr nötig ist, denn das hier war nicht mein Pinsel. Das hier war auch nicht mein Pinsel. Das hier war auch nicht mein Pinsel. Also oben habe ich jetzt nicht mehr weiter gepinselt, hier oben. Hier ist die, na, kann man sehen, hier ist die letzte, die anderen, aber hier kommt auch. Und unten ist eher weniger, obwohl ich da ja gepinselt habe. Also das war wahrscheinlich tatsächlich ich hier, wenn hier unten vereinzelt mal hängt. Da war nämlich hier noch niemand. Die hier waren wahrscheinlich ich, aber die Bienen sind natürlich viel effektiver. Die machen das auf die richtige Art und Weise. In Deutschland habe ich noch nie eine Biene an den dicken Bohnen gesehen. Nur Hummeln. Und die Hummel hier, die geht immer hinten dran und beißt auf. So, heute am 6. März sind die ersten Erbsen dran. Die sehen hier so aus jetzt. Aber die sind fertig hier. Also die sind schon sehr deutlich, zeichnen die sich hier ab als solche. Hier unten, hier auch, na, kann man sehen, hier ganz deutlich. Und die mache ich jetzt hier alle mal ab, die sich hier schon, die sehen ein bisschen anders aus als in Deutschland hier, finde ich. Ich glaube, weil die hier weniger Wasser haben. Oder vielleicht ist das, eine Sorte, die ist nicht von mir jetzt. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt eine eigene Sorte noch mal gekauft. Die mache ich aber nicht mehr hier natürlich. So, gerade einmal Reis mit Erbsen. Hier sind noch ein paar. Das waren jetzt so 6 Schoten, die doch befallen waren. Jetzt ist es hier schon so dunkel. Ich gehe mal ans Licht. Das sind ja so grüne Raupen hier, die alles an alles dran gehen. Anders als in Deutschland. Die sieht man jetzt schon wieder kaum. Die können sich so gut tarnen. So sehen die aus. Die gehen an alles dran. Die fressen alles. Die gehen an die Paprika, die gehen an die Tomaten, die gehen an Blumen. Die gehen überall dran. Und anscheinend auch an die Erbsen. Aber da freuen sich die Hühner.